So, liebe Leute, willkommen zurück zu Paper Mario. Nachdem wir in der letzten Folge gar keinen Kampf hatten, werden jetzt wahrscheinlich wieder Kämpfe kommen. Ich sollte eigentlich schon... Gumbario, bitte. Was ist ein bisschen doof, dass er die Flügel verloren hat, aber gut. Wir werden jetzt nochmal eine Gelegenheit haben, so einen Typen zu scannen. Das ist ein Hyper-Gumba. Hyper. Das sind voll verrückte, unzivilisierte Gumbas, die nur in der windigen Schlucht vorkommen. Maximal KP 7, Angriffskraft 1, Verteidigung 0. Also halt, die haben halt einfach mehr Kraft, mehr Energie oder so. Alter, also, du hast in deiner Tage gesagt, das habe ich jetzt nicht berücksichtigt. Sorry. Wow, ein Sternpunkt. Ich hoffe, ich krieg noch Erfahrungspunkte, wenn ich das Level up habe. Komm, greife ich mal an, ich will dich nämlich scannen. Wahrscheinlich sind jetzt zwei da, natürlich. Das ist ein Hypra-Gumba. Hypra-Gumbas sind Hyper-Gumbas mit Flügeln. Maximal KP 7, Angriffskraft 1, Verteidigung 0. Manchmal laden sie das auf, bevor sie angreifen. Mit einer aufgeladenen Attacke können sie die 8 KP abziehen. Ah, okay, okay. Aber halt, wir haben halt die Möglichkeit, unsichtbar zu werden. Und das ist ganz cool, wenn die Gegner jetzt pushen, dass wir dann sagen, hey, wir werden jetzt unsichtbar. Ja, Erdbeben trifft die nicht. Ja, komm, ich kann jetzt eigentlich... Hab ich's gedrückt? Ich weiß es nicht. Also hat's getroffen? Okay, das klingt leer nach unsichtbar machen. Okay, und braucht natürlich auch KP, BP, klar. Blütenpunkte oder Bruder. In den Mario und Luigi Spielen sind sehr klugerweise Bruderpunkte oder Bro-Points. Was auch schon für BP. Ja, steht. Ja, 6 macht er aufgelacht, wenn ich jetzt drücke. Ach guck mal, das zählt aber auch für sie, die kann das nicht mehr angreifen. Okay, warte, was kann sie dann überhaupt machen? Ohrfeige. Was? Okay, das ist irgendwie, da bekomme ich ganz unangenehme Paper Mario Party 1 Flashbacks. Erinnert ihr euch da an die Situation? Dass halt irgendwie, es gab irgendwie so ein Minispiel, wo man halt, ich zeig's grad die Kamera, die nichts anderes, dass man halt irgendwie so ganz schön den Stick drehen muss, das haben halt Kinder und so gerne halt mit der Handfläche gemacht, dann gab's halt ganz unangenehme Verletzungen. Ja, Nintendo halt. Soll ich mich verarschen? Wofür bezahle ich das überhaupt? Das sind Bäume, ne? Da muss ich gegenhauen. Oder nee? Ne, okay, dann nicht. Erstangriff erfolgreich. Ich mach mal Multisprung. Ich war komplett verwirrt davon, was der gerade für eine komische Bewegung gemacht hat, der Tag. Okay, was muss ich machen? Ich muss jetzt noch mal gucken, wie genau der Angriff geht. Das ist kein Drehen, glaube ich. Das ist, glaube ich, was anderes. Das ist eine geile Sache, dass sie mich einfach nicht treffen können.
Man muss mal gucken. Okay, genau, sie hatte ihren Zug schon quasi verbraucht, leider. Mann. Oh. Naja, wir kriegen die Blütenpunkte gleich wieder. Aber es hätte gern. Ja, ihr wisst, was ich verkackt habe. Los, wir wollen mal gucken. Drücke so schnell wie möglich nach links. Okay. Okay, okay. Okay. So ein bisschen, zumindest. Ja, das hat mich halt verwirrt, weil ich den Multisprung, dass er den zweiten halt ein bisschen länger braucht, um dann drauf zu landen. So, den töten wir jetzt aber. Auch schön, dass jetzt der Sprung auch mehr Schaden macht. Das ist ja das, was ich noch kritisiert hatte, dass es halt noch nicht so der Fall war. Da. Trockenpilz. Warum nicht? Warum kein Trockenpilz, ne, Leute? Oh, Lady Boo. Welch eine Überraschung, euch hier zu sehen. Aber ihr wisst, eure Ladyschaft, dass ihr nicht herkommen solltet, ist viel zu gefährlich. Tubablova könnte jeden Moment hier auftauchen. Ich weiß, ich kam her, um Tubablova eine Lektion zu erteilen. Wie stehen die Dinge? Wann ist das letzte Mal hier gewesen? Gerade erst gestern, Lady. Es war schrecklich. Ich mal hat er Herbert verspeist. Das war so grauenvoll. Der arme Herbert. Bitte nicht Herbert. Was haben denn alle mit Herberts Bart? Carmens Bart. Herbert. Das muss aufgehalten werden. Herbert muss aufgehalten werden. Oh, Lady, euer Mut inspiriert mich. Oh, Speicherpunkt, sehr gut. Was ist mit dir? Psst, Kumpel. Wusstest du, dass du leise und unbemerkt gehen kannst, wenn du den 3D-Stick nur ein bisschen bewegst? Mit schlafenden Gegnern. Ja, tatsächlich. Speichern wir mal ab. Sei vorsichtig im Kampf gegen Hypergumbas. Sie laden sich mit Energie auf und setzen diese dann plötzlich frei. Wenn sie sich aufladen, dann solltest du Lady Boos unsichtbar einsetzen. Ich hatte einen Freund, der es geschafft hat, aus Tubablobas Schloss zu entkommen. Er hat gesagt, der Schlüssel zur Lösung des Geheimnisses befindet sich in der innersten Kammer. Achtet auf das Herz und den Körper. Und als er weiterreden wollte, hat ihn Tubablobas verschlungen. Ich frage mich, wie der Rest deiner Nachricht wohl lauten mag. Oh, hallo, Buh, schwache Vorstellung, ich weiß, Verzeihung, aber ich hatte letzte Nacht einen so eigenartigen Traum. Die Stimme in diesem Traum sagte, manchmal musst du dich umdrehen und davonlaufen. Du musst laufen und laufen, bis du den Turm mit lichtdrehenden Flügeln erreichst. Oder so ähnlich war es. Also wir hatten ja auf jeden Fall diese Windmühle oder was auch immer das war, wo wir halt irgendwie ein Schloss brauchen. Ein Schlüssel. Schlüssel-Schloss-Prinzip. Mein Freund gelang die Flucht aus Tubablobas Schloss. Er behauptete, Tubablova würde etwas von höchster Wichtigkeit neben seinem Bett verstecken. Ich frage mich, was das wohl sein könnte, neben seinem Bett. Das merke ich noch eh nicht alles. Hallo, du wirst doch Tubablova vermöbeln, oder? Ja, yeah, räche uns. Nie wieder soll er sich an einem Geist vergreifen. Nie wieder. Besonders... Oh, oh. Oh no. Hat er gerade gedeppt? Lady Boo, ihr müsst Mario verstecken. Mario, wir müssen uns verstecken. Setz meine Kraft sofort ein, drück hoch. Nee, Y, X war das. Alles in Ordnung, Lady, auf keinen Fall kann er euch jetzt sehen. Sieht lecker aus, kommt mir gerade recht. Ups, ein bisschen streng, aber gut. Oh, Stanley. Hey, Stanley. Mit seinem Hund und seiner Katze und dem komischen Goldfrisch. Hey, Stanley. Stanley, nein. Hey, Stanley. Stanley, nein. Wir müssen Stanley retten und Item. Ah, hi. Ah, das ist ein Hyper-Dingsbums. Ich muss jetzt natürlich kennen. Hätten wir denken können, dass es ein neuer ist. Warum habe ich nicht vorher schon zu Gumba gewechselt? Naja.
Scanner. Das ist ein Hyper-Kirk. Sie verfügen über eine höhere Verteidigung als normale Kirks. Maximale Verteidigung 3 ist halt schon hart. Da brauchen sie einen aufgeladenen Hammer. Und mit den aufgeladenen Dingen machen sie auch 8 KP Schaden wie die Gumbas. Sie haben auch Stacheln. Das kann mächtig wehtun. Nice. Hammer, Hammer ist hier die Sache. Ja, ich muss halt Mitglied wechseln, logischerweise. Sonst kann ich nichts drehen sonst. Verteidigung, was war Verteidigung 4 oder? Die Verteidigung war 4, ne? Oder? Ich mache den Powerschlag. Ich glaube, der hat eine Angriffskraft von 6. Ist vielleicht ganz nett, dass sie den jetzt sogar erhöht. Weil kriege ich jetzt so wirklich Default 6. War die Verteidigung 4 oder 2? Ist halt die Verteidigung oder 2? Oder 3? Nee, 3. Die Verteidigung war 3. So war das. Die war 3. So. Paracarry. Reicht doch. Klappt das überhaupt? Nö. Dann, keine Ahnung, Cooper. Schwörbar. Tarngel. Macht man für kurze Zeit transparent und unverwundbar. So, gehen wir in den Kampf rein und der Kater müsste, glaube ich, mein Zimmer. Na, Multisprung möchte ich nicht riskieren. Den mag ich jetzt im Alter nicht mehr. Schicken wir mal einen Powerpanzer rein, dann stirbt der eine auf jeden Fall schon mal. Und die anderen beiden, die können wir dann in der nächsten Runde kompletten. Wobei, können wir nicht. Einen Augenblick, der Kater möchte rein. So, Oi, so kann ich sie töten. Wenn ich Erdbeben und dann Kupios Angriff mache. Kupers Angriff. Ne Blackie? Ja. Ja, mein Blackie. Ja. Ja, mein Blackie, du. Mein schöner Blackie. Hat der Kirk mir eigentlich auch nur einen Erfahrungspunkt gegeben? Ja, mein Blackie. Oh, ein Brief. Ich wollte es nicht wegdrücken. Items. Brief an Feisty nahe des Eingangs zum Nimmer. Steht es Tiepe tot? Ich frag für einen Freund. Blackie, was ist denn los? Was ist denn los? Mein schöner Blackie, komm auf meine Beine. Ich hab doch gerade keine Hose an. Ich hoffe, du kreist mir den noch nicht in die Beine. Aber es passt. Das ist halt der Brief, den wir unten schon haben. Dainty. Ich glaube, das ist ein Tief, steht für tot, glaube ich. Ah, ist es dann der Wächter nahe des Eingangs zum Nimmerwald? Naja. Was machst du da? Na, jetzt lass ihn mal machen. Ich wollte den. Machen wir einen Powerschlag. Wie viel Schaden macht er jetzt? Genau, der macht 2 mehr Schaden, also der macht 6 Schaden. Aber halt, er hat eine Verteidigung 3. Komm, machen wir mal die Paralyse.
Nimm in der, das reicht mir. Erdbeben geht, ist ja irrelevant noch. Wobei, naja. Wie gesagt, ich würde mir einfach schon eher bessere Stellen wünschen, wo die halt kommt, aber naja, ist halt so, wie es ist. Genau, der Hammer geht durch die Verteidigung durch. Ach guck, der Kirk gibt tatsächlich sogar 3 Erfahrungspunkte, sehr schön. Dann haben wir gleich nach dem nächsten Kampf ein Level Up, das gefällt mir. Blackie, gefällt dir das auch? Wir haben gar keine Blütenpunkte mehr, also Level Up kommt gut. Und ich wollte, ich denke mal, ich werde die Ordenpunkte einmal erhöhen. Einfach nur, da haben wir auf jeden Fall was. Im Petto für spätere Orden. Was ist das? Ich will was ausprobieren. Ich will mal einfach eine fette Explosion reinhauen. Am besten Fall laden die sie jetzt einfach alle auf und dann, naja. Greifen die also nicht an. So, Google, da kann ich gerade ohne nichts machen, dann geht einfach mal zu Bombett. Ja, mein Blackie. Ja, komm, ladet das bitte einfach alle auf. Boah, jetzt sind die mich angreifen, ist egal. Wobei, wenn die sich alle aufladen, dann töten die mich. Na, mal gucken, wie viel Schaden jetzt Bombett macht. Wie? Okay, die kann keine fliegenden Gegner angreifen, schon da war was. Was ich nicht verstehe, aber gut, das ist schade, aber dann, ja. Brauchen wir Bu. Weil die würden mich töten. Ne, Blackie und töten wollen wir ja nicht, wir wollen nicht sterben hier, ne? Ja. Man nimmt einfach 4 von diesen ekligen Viechern. So, der Item besitzt den Sprung im Multisprung. Probieren wir das einfach nochmal. Ja, muss halt ein bisschen. Man muss halt ein neues Timing hinbekommen, finde ich nicht cool. Jetzt landet die Ficker sich schon wieder auf. Komm, ich hol mal den Typen da drüben jetzt auch auf den Boden mal runter. Ja, bitte mach unsichtbar. Ich brauch das. Fliegt alle an mir vorbei, meine Kinder. Können wir uns halt nochmal einen Blütenpunkt zurückholen mit dem Geist, mit der Sternpower, aber möchte ich halt auch nicht, muss ich sagen. Ach stimmt, Bu, die kann gar nichts angreifen. Das ist nicht gut. Aber ich glaube, ich kann jetzt einfach 2 töten, ne? Weil dann könnt ihr mich halt nicht töten. Ja, mach mal das, ich will. Ich will einen sicheren Angriff haben. Ich gehe auf jeden Fall auf den hier, einfach nur damit wirklich auch sicher 2 tot sind. Ja, irgendwie. Da müssen wir den rechten Daumen machen, dann passt das, okay.
Ja, da kannst du nämlich, glaube ich, schneller, so ganz schnell links drehen. Mach ich mal die Ohrfeige. Ach, Mist. Aber hey, kreative Möglichkeiten des Angriffs. Da haben wir uns auf jeden Fall Gedanken gemacht. Komm. Sprung einfach. So, Level up, dankeschön. Mach mal Ordenpunkte. Damit wir auf jeden Fall Ordenpunkte haben. Punkt. Das ist eine Aussage, ne? Ordenpunkte nehmen, damit wir Ordenpunkte haben. So, apropos Orden. Ich kam ja wieder 3 Punkte frei. Schrumpfer. Für das Weibige wird ein Gegner so ein Minimonster. Ja, das wollte ich eigentlich mal. Das Action-Kommando perfekt beherrscht. Bringst du ganz oft auf einen Gegner. Power Dodge, den hatten wir auch mal Schlag plus. Speedwirbel ist jetzt eigentlich auch nicht so spannend. Schwindelhieb. Da aktivierst du doch einfach mal. Ja, für die beiden hier mal. Da kann man die vielleicht mal ausprobieren. Also, voll den Schrumpfer mal ausprobieren. Mehrere Wege. Wollen wir mal was ausprobieren? Hätte vielleicht klappen können, man weiß es nicht. Komm, jetzt bitte deine Powerbombe. Reicht nicht. Ja, Verteidigung 3 halt. Verteidigung 3 halt. Aber jetzt haben wir, glaube ich, keine Verteidigung. Weil jetzt irgendwie keine Boden feststecken, wobei jetzt kommen die wahrscheinlich wieder raus. Ne, die stecken noch fest. Das ist ganz gut, würde ich behaupten. Denkt man, die haben weniger Verteidigung. Ja, tatsächlich. Aber die haben nur eine Verteidigung jetzt. Und Bombett macht einfach einen Body Slam. Das war ja gedrückt halten. Der Kater will wieder raus. Ah, die kriegen gute Erfahrungspunkte. Das gefällt mir. Das gefällt mir sehr. Nein. Ich komme immer mit der Steuerung durcheinander. So. Paracarry brauche ich. Ich möchte aber nicht Paracarry im Team haben. Ich gehe einfach mal. Ah, ne. Falsche Taste. Ein Augenblick, der Kater. So, hätte ich rausschneiden können. Aber das braucht erstmal ein Schnittprogramm. Erfolgreicher Erstangriff, dann kann ich vielleicht erstmal meine neuen Sachen haben. Oh, jetzt habe ich hier ein paar Schrumpfer. Verkleinert einen Gegner, macht den. Mach ich mal auf den einfach mal. Okay, wild. Ich muss dann auch eine Technik herausfinden. Ich komme nicht nur auf die Größe an, sondern eben auch auf die Technik. Dieser kleine Futz. Unsichtbar bitte, wobei der Kleine, da müsste er dann weniger Schaden machen. Ich weiß nicht genau, wie viel weniger, die Hälfte oder keine Ahnung. Aber ja, ist halt einfach ein Hüpfer, der aber, also quasi, man kann ihn zweimal anschlagen, ganz normaler Sprung. Aber man macht die halt klein und dafür zahlt man halt dann entsprechend die Blütenpunkte.
Das ist ja sehr groß, schade. Ich dachte, der wäre jetzt noch kleiner, würde mich klein angreifen, weil hätte mal geguckt, ob der weniger Schaden macht, vielleicht. Kann ich so aber nicht machen. Gut, und jetzt am besten maximale Energie. Keine Ahnung, irgendwie. Muss aber ganz schnell links. Ich weiß, aber genau, ich verstehe es nicht. Ich probiere es nochmal, oder? Ja, ich will jetzt nochmal kurz üben. Wenn ich jetzt so. Drücke so schnell wie möglich nach links. Also einfach immer nur links, immer nur links. Also quasi nicht links, rechts, links, jetzt einfach wirklich immer nur links, so ein bisschen. Besser als wenn sie mir mehr Angriffspunkte gegeben hätte, aber es ist halt einfach, keine Ahnung. Meinte, die wird noch irgendwann zu einer, ja, für mich praktischen Situation kommen? Ich weiß es nicht. Sag niemals nie. Ja, sehr gut. Aber kann man das noch auf 4 hauen, wenn man das ganze Ende geht? Ist da noch eine Leiste für 4? Muss ja wahrscheinlich. So, Erfrischung bitte. Die brauchen wir jetzt auf jeden Fall. Ich glaube, da hinten ist noch eine ganz viel, wenn es einen Maximeter gibt, macht sie, haut die viel mehr raus. Naja. Das ist auch nichts. Also, ist halt eher so ein Verteidigungscharakter. Mach mal Erdbeben. Und am besten dann halt 3 Schaden gleich mit. Boo, Lady Boo. Diese verwechseln mit der vollblutigen Geisterfrau aus dem zweiten Teil. Also Geistersex gibt es in Paper Mario 2 auf jeden Fall genug. Keine Ahnung, bitte lade es einfach auf, ich hab keinen Bock, dass du mich angreifst. Na schade, dass ich nicht 2 Schaden gemacht habe, dann hätte ich jetzt noch eine Geisterheilung spielen können. Naja. Guck mal, da hätte die kommen können, mit verdoppeln können. Das wäre viel besser gewesen. Oh ja, Herzen, geil. Herzen, eine Seele. Oder hast du ein Geisterspiel? Ich hab das Fragment ganz genau gesehen. Superpilz. Ich glaube, meine Itemtasche ist schon wieder 1, 2, 3, 4, 5. Jetzt ist es nicht mehr voll. Was mache ich da? Oh, das habe ich gesehen. Das nehme ich mit. Und jedes Mal die Frage, was kann ich damit machen? So, wir haben noch eine Minute. Dann gehen wir doch schon mal ins nächste Fenster. So das Gefühl, es kommt gleich immer ein Speicherpunkt. Das ist doch perfekt. Und... Oh, ist doch... Guter Punkt zum Schluss machen. Ich wechsle mal auf, gut, dass ich die Geister eigentlich gespielt habe, auf jeden Fall. Oh, es ist ja gar kein Heilblock. Stimmt, also. Ja, vielleicht kommt gleich auch ein Heilblock. Aber, liebe Leute, das war's. Ja, ich sollte eigentlich noch Uni machen, aber ich glaube, ich mach morgen Uni. Das ist, glaube ich, ganz gut. Weil ich bin gerade irgendwie in Fahrt. Ich mach kurz eine Pipi-Pause und dann, ja, nehme ich weiter auf. Also, bis gleich. Tschüss. Also, bis morgen. Tschüss.